Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von den Minecraft-Nachrichten hier bei Pony's PlayStation Let's Play. Wir sind heute hier bei Herrn Zaelo, der ein Strandhaus, eine kleine Strandhütte gebaut hat. Herr Zaelo, sind Sie sich darüber bewusst, wie groß Ihre kleine Strandhütte bereits geworden ist? Ja, das bin ich durchaus. Das Ziel war eigentlich nur ein zweistöckiges Haus mit vorne so einer Glasvitrine, also Vitrine nicht, aber so eine freie Glaswand, wo man von beiden Stockwerken dann quasi aufs Meer hinaussehen kann, zu bauen. Das Ganze hat sich aber ein bisschen, naja, ich sag mal, zu groß entwickelt. Aha, okay. Und warum haben Sie genau dieses Birkenholz verwendet und kein Eichenholz zum Beispiel? Weil ich finde, dass das Birkenholz, erstens, weil es hier natürlich vorkommt, das sieht man da hinten rechts, kommt natürlich Birkenholz vor. Diese Bäume sind nicht gepflanzt und in keinster Weise mit Knochenstaub zum Wachsen gebracht worden. Und ja, zweitens, weil ich finde, dass sich das helle Holz mit dem Sand irgendwie gut macht. Aha, okay. Aber finden Sie nicht, Schwarzeichenholz würde sich viel besser eignen? Was genau ist Schwarzeichenholz? Es ist ein dunkles Eichenholz. Habe ich noch nie gesehen. Können Sie uns erklären, wie Sie es geschafft haben, dass die Fensterscheiben blau sind? Mit mehreren unser Lapislazuli-Vorkommen. Wir haben anfangs, glaube ich, 12 gehabt, jetzt haben wir noch 9. Und könnten Sie mir erklären, warum Sie mir immer mehr auf die Pelle rücken? Weil ich Angst habe, falsch zu verstehen und deswegen immer ein bisschen hin und her gehe. Okay, und dann noch eine allerletzte Frage. Ist Ihr Strandhaus schon fertig? Ich sagte es vorher bereits, ich werde es öfter nochmal ändern, so wie ich jetzt die herunteren Fenster mit Steintreppen verschönert habe, werde ich versuchen, das oben irgendwie auch noch weiterzuführen. Also es wird noch ein bisschen verändert werden, je nach meiner Lust und Laune. Aber so von der Form her und dem ist es fertig. Danke für Ihren Zeitaufwand. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, dass Sie zugesehen haben. Ich habe vielleicht ein Plus im Kopf, aber das ist nicht so wichtig. Hier bei der Minecraft-Nachrichten bei Pony's PlayStation Let's Play. Tschüss! So, und jetzt willkommen zu Minecraft. das musste kurz sein. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr... Du hast was im Kopf? Ich habe das Plus, weißt du, das Plus, was mittendrin ist, im Gesicht gehabt. Nee, aber... Hallo, willkommen zu Minecraft Let's Play von Pony's PlayStation Let's Play. Die Idee war einfach, dass wir hier ein bisschen witziges Interview-Kacke aufziehen. Ich hätte mir aber irgendwie ein bisschen mehr Witz von Zaelo erwartet. Aber der wurde dann so fachkundlich. Ich wollte das ironisch gestalten. Aber, na gut. Naja. Es hat sich ein bisschen was verändert. Da oben fehlt schon wieder was. Blöder Creeper. Ja, zum Beispiel der Creeper hier und hier das schöne Glasdach, was wirklich super ist. Dann Cobblestone-Dächer und wir hatten auch eine kurze Begegnung mit einem Enderman. Ich habe eine Enderperle bekommen, habe diese auch irgendwie gegen den Boden geschleudert und habe Leben verloren. Das war keine Absicht, aber okay. Wir haben den Tunnel hier... Das war das Beste dabei. Du hast es verpasst, also sehr still. Wir haben den Tunnel hier ein bisschen verschönert. Kleine Details. Okay, ich habe Cobblestone gebraucht, aber wurscht. Und ja. Dumme. Was? Ich habe gerade eine Hexe getötet. Naja. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt, also ich zumindest, hier weitermachen bei dem Weg. Ich habe schon ein bisschen heimlich weitergemacht. Sieht man vielleicht ein wenig. Nee. Und es gibt auch einen Grund, warum ich hier gerade mit einem normalen Schwert kämpfe. Mein super tolles Rückstoß-Eisenschwert, das ich nicht verlieren will, hat fast kein Leben mehr. Keine Haltbarkeit mehr. Schwerter haben kein Leben, ich weiß. Auf jeden Fall brauche ich Level 20, um es vollends zu reparieren. Und deshalb wird das jetzt... Wow! Wird das jetzt auch ein bisschen dauern, bis ich das Schwert wieder benutzen kann. Hallo? Geht's noch? Aber das heißt dafür, dass wir hier alles umlegen, was sich bewegt. Wortwörtlich.
Ah, hier gerade. Mini-Zombie! Ich muss gerade dafür sorgen, dass mein Haus wieder ein bisschen heller ist. Da ja diverse Ender, das war jetzt vorher mindestens schon der dritte Creeper, der hier drin gespawnt ist, und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich ist es hell genug. Naja, vielleicht hast du unter dem Haus irgendwie so einen kleinen Hohlraum, wo sie spawnen. Ja, aber warum sind sie dann im Haus? Jetzt ist aber dann gut. Auf dem Dach rennt gerade ein Skelett rum, aber das ist mir jetzt mehr oder weniger egal. Naja, irgendwas wollte ich zuerst noch voll Intellektuelles Wichtiges sagen, aber ich hab's... Bist du bescheuert? Voll Intellektuelles Wichtiges. Mhm. Ich werde hier gerade voll vergiftet. Verdammt, ich hab keine... Wieso wirst du vergiftet von der Hexe? Ja. Ha, ha. Ich hab ein halbes Herz und ich stehe hier mitten in der Kacke. Aber ich werde jetzt das Schaf trotzdem töten. Weil ich's kann. Das arme Schaf. Wir unterstützen keine Tierquälerei. Ach, und ich habe eine Kartoffel von einem Mini-Zombie bekommen und da kommt irgendwo eine Spinne. Ich hab's genau gehört. Ah ja, neuerdings hört man die Spinnen schon. So, man hört die Spinnen schon immer, Zailo, schon immer. Nee. Ich hab gar keinen normalen Cobblestone mehr, kommt mich gerade drauf. Ich hätte noch einen. Ach ja, zwischen den Folgen war ich mal kurz, also um die Steintreppen, um das Haus rumzubauen, musste ich Cobblestone farmen. Das heißt, ich war Cobblestone farmen und ich habe auch unsere Kohlevorräte etwas aufgefüllt. Aber nur etwas. Hallo, schau in die Öfen, da sind mindestens 64 Stück drin. So, wie machen wir das jetzt? Machen wir hier... So, was habe ich jetzt hier noch alles in der Truhe? Kommt her, ihr Ausgeburt der Hölle, ihr Dinger, ihr Zombies. Ich mache hier alles kaputt. Ich gehe jetzt runter am Strand und kill alles. Alles. Zombie, 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 Creeper. Ja, yeah, das war geplant. Das hat witzig ausgesehen wieder. Ach Mist. Wieder. Wow. Hülle, Hülle, Hülle. Ich weiß jetzt übrigens, warum dass du dich gerade beschwert hast. Wir haben wirklich keine Kohle. Die Kohle liegt bei mir im Inventar. Ja, das war Zaido. Was denn? Ich habe vorher bin mit einem halben Herz und gefühlt immer. Ich habe immer noch nichts gegessen. Das heißt, nee, ich habe mittlerweile was gegessen. Aber ich hatte vorher genau drei Hungerstriche, also drei Kohlen noch und dementsprechend keine Regeneration. Und naja, ich dachte, ich wäre dem Tod nah. Bin ich ins Haus geflüchtet. Okay. Ja. Hier entsteht, glaube ich, ich will hier auch so eine Strandhütte, so ein kleines Strandhütchen bauen. Man sieht sogar rüber zu Zaelos Hütchen, das finde ich total cool. Ich höre irgendwie eine Musik. Warum sagst du dauernd Hütchen? Das hört sich irgendwie so an, als würdest du... Also liebe Zuschauer, falls ihr eine Melodie hört, ich höre sie auch, aber ich weiß nicht so recht, wo die herkommt. Aua. Aua! Ha! So, ich hoffe, dass diese Nacht Level 20 werden. Und ich finde das gar nicht cool, dass da drei Skelette stehen. Ich habe hier gerade ein anderes Problem, von meinem Haus steht schon wieder ein Creeper. Keine Ahnung, ob man das jetzt gehört hat, ich hoffe mal nicht. Man hat es leise gehört. Hoffentlich versteht man es nicht. Mann! Was hat mich da gerade abgeschossen? Es gibt Skelette mit Armor. Geh zu, blöde Tür. Boah, das war knapp, das war knapp. Was zum Geier ist hier los? Ist das ein Fluch? Sind wir verflucht? Sind hier Geister anwesend? Oh fuck, zu viele Creeper, zu viele Creeper, zu viele Creeper, zu viele Creeper. Ich flüchte. Und jetzt kommt ein epischer Brückenkampf. Wer traut sich mit mir auf die Brücke? Niemand? Okay, wo war der Enderman? Da hinten. Pullt der von der Entfernung?
Na gut, dann nicht. Ich wollte aber da hinten... Ach Mist, ich wollte ja nicht fertig bauen, aber da sind mir viel zu viele Creeper. Mist. Da müssen noch irgendwie Säulen dran. Das sieht mir alles ein bisschen zu instabil aus hier. Das geht so nicht, ne? Wo ist denn das Holz? Hier ist das Holz. Du kommst wieder weg, du störst. Ach, geh kacken. So. Wenn man dann hier so... Nee, nicht Glas. Warum Glas? Das geht doch nur kaputt. Nein. So. Sieht das zwar irgendwie aus wie so ein... Was soll er sich in der Folge... Achso. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Ich weiß nicht, ob du mich jetzt noch normal hörst, aber ich höre dich zumindest gerade etwas stotterig und das Spiel stottert bei mir extremst momentan. Ich höre dich doch normal. Also ich höre dich stotterig. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt oder an dir, aber irgendwie höre ich dich stotterig. Verdammt stotterig. Ja, dann hoffen wir mal, dass das kein Fehler in der Aufnahmedatei ist, sonst haben wir hier ein kleines Problem. Wird sich ja doof anhören. So, auf YouTuber. Auf jeden Fall öffnen bei mir die Truhen auch viel zu spät. Ich habe gerade eine Truhe geöffnet, 5 Sekunden später hatte ich erstmal das Interface von der Truhe da. So, wie sieht das jetzt von Weitem aus? Sieht das noch was aus? Oder soll ich die Säulen größer machen? Übrigens, ich habe immer noch viel zu wenig, ja, es ist viel zu wenig los in meinen Kommentaren. The fuck, das ist ja komplett scheiße. Ah, Mist. Verbockt. Ich habe immer noch viel zu wenig Action in den Kommentarboxen. Ich weiß, mir sehen uns sehen alle höchstens 2 Leute zu, aber es könnte trotzdem ein bisschen mehr passieren, finde ich. Deshalb, wenn das hier jemand anguckt, schreibt doch einfach mal in die Kommentare so von wegen, hey, mich gibt's auch noch, oder schreibt einfach Hallo Pony Slaystation oder Hallo Zaelo oder Hallo Pat Pumuckl. Weiß ich nicht, was machen wir dafür? Was machen wir dafür, Zaelo? Dir fällt sicherer sein. Ich kann dazu jetzt gerade gar nichts sagen, da ich momentan damit kämpfe, irgendwie hier ein stabiles Spiel zu bekommen. Ich habe vorher schon die Verbindung verloren. Okay, dann würde ich sagen, wir werden, falls ihr uns in die Kommentare schreibt, eine kleine Gedenktafel aufstellen, neben den Jubiläumsbaumaltar. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das Buch zu schreiben. Ja, wo der liebe Zaelo noch immer kein Buch geschrieben hat, weil er einfach nichts von seinen Fans hält. Habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es gesagt. Ich brauche ein Buch. So, das heißt, es muss von... Habe ich das jetzt so gemacht? Ich habe das so gemacht. Deshalb, jetzt weiß ich wieder warum. Und zwar... hat sich jetzt wieder rausgehauen? Ja, es heißt Zeitüberschreitung. Ich habe keine Ahnung, was das... Moment, das könnte vielleicht an Minecraft liegen. Das hieß ja schon öfter, dass Minecraft irgendwie manchmal zu viel Speicher braucht und dann nicht mehr richtig läuft. Einfach mal Minecraft neu starten, vielleicht hilft das ja. So, allein von der Verbindung zum Server müsste alles passen. Wenn, dann müsste es irgendwie anhaben. Ah ja, ich stehe im Nichts. Interessant. Ich stehe in einem Stein. Hilfe? Ah, jetzt. So. Das sieht doch doof aus, weg hier. Dahin. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht. Jetzt dürfte es passen. Ja, das sieht zumindest schon mal ein bisschen besser aus. Sieht ein bisschen realistischer aus, auch wenn die Säulen vielleicht das Gewicht dieses Gebäudes so nicht tragen würden. Aber das ist wurscht. So, der Zaelo hat anscheinend extreme Verbindungsschwierigkeiten.
Nein, wie kommst du drauf? Nur so. Das heißt, wir können in dieser Folge eh nichts wirklich Interessantes tun. Lassen wir uns, also, na, nochmal zurück zum Thema. Ich schweife immer viel zu viel ab. Falls ihr uns in dieser Folge in die Kommentarbox schreibt, und zwar entweder ich schaue Pony Slaystation oder Hallo Zaelo oder Hallo Patpumuckl oder Hallo ihr zwei oder irgendwas schreibt. Es kann auch Kritik, Lob oder Anregungen sein. Oder auch endlich mal ein Bauvorschlag. Wir warten immer noch ganz sehnlich drauf. Bekommt ihr einen Platz auf einer Ehrengedenktafel? Diese wird neben dem Altar, neben dem Jubiläumsbaumaltar, falls ihr es nicht kennt, 10. Folge angucken, hingestellt und ihr erhaltet einen Ehrenplatz. So machen wir das jetzt, so als kleine Anregung. So, yeah, wer will denn in diesem Video sein? Ist uns egal, ihr macht das jetzt. Keine Widerrede. Und so als weitere kleine Anregung, wir haben ja schon einiges vor in der nächsten Folge, also in den nächsten paar Folgen werde ich jetzt mal so eine kleine Farm bauen, damit wir endlich Schweine und Kühe züchten können. Weil das ist es, was das Leben einfach ausmacht, Schweine züchten. Und ja, ich weiß nicht, ob der Zaelo an seinem Hütchen hier weiterbaut. So sieht es übrigens vor innen aus. Und ich finde es immer noch klasse, dass das Glasdach, finde ich, echt cool gemacht. Und da geht jetzt irgendwie nur noch ein Schiff ab. Irgendwie so ein Luxusschiff direkt vor der Glasfassade. Damit man meinen Kack da hinten nicht mehr sieht, den ich ins Meer gesetzt habe. Was jetzt so betrachtet aussieht wie ein kleiner Haufen. Da kommt aber nichts hin, da der Sonnenuntergang oder Aufgang, ich weiß jetzt gar nicht was davon. Ich glaube, der Sonnenaufgang sieht man. Und ja, die Sicht soll frei bleiben. Und ich glaube, mittlerweile geht meine Verbindung wieder besser. Also Ja, das meine ist toll. Verbindung. Ich habe jetzt einfach mal das Programm, das unserem Server verbindet. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Neu gestartet und habe mein Minecraft neu gestartet und jetzt geht es irgendwie wieder besser. Also habe mich auch neu verbunden und so. Da hinten ist schon wieder das rote Schaf. Und ich habe meine Sch doch, ich habe meine Schere sogar dabei. Hast du noch irgendwas zu sagen für die Zuschauer, so zu deinen Plänen, was du in Zukunft machen wirst? Schwebendes Schaf. Momentan noch nicht viel. Also ich werde jetzt, muss auch erstmal schauen, was ich mache. Also das Strandhaus wird so ein Nebenprojekt noch werden, falls ich noch was ändere dran. Natürlich muss die Innenausstattung werde ich noch ein bisschen machen. Also ich werde noch Betten reinbauen und einen ordentlichen Platz für Crafting-Tables. Werde vielleicht auch einen Teppich über das ganze Haus verlegen, das weiß ich noch nicht. Das kommt auf die Schafe hier an, wenn sie gut Wolle geben, sage ich jetzt mal. Und ja, ansonsten muss ich mal schauen. Vielleicht, dass ich wieder mal minen gehe oder so, weil ich habe gesehen, wir haben vor allem Cobblestone und Kohle immense Engpässe. Das Eisen geht auch, naja, das Eisen geht noch nicht aus, aber es ist weniger geworden, sage ich jetzt mal so. Yep, das stimmt. Weil wir verbrauchen eigentlich nur immer in letzter Zeit und bekommen irgendwie nichts Neues dazu. Ja, aber dann machen wir es gleich so. Ich werde jetzt mal mitgehen zu meinen und wir suchen uns aber eine komplett neue Höhle. Was hältst du davon? Können wir auch machen. Damit sehen wir mal, das ist ja dann im Prinzip Premiere für die Zuschauer in diesem Let's Play, dass ich mal mit zu meinen gehe, damit wir das Ganze mal aufnehmen. Und dann machen wir das aber gleich so, dass wir da eben richtig fett was suchen und meinen gehen. Das heißt, wir verschieben die Bauprojekte im Moment mal. Schade, ich wollte hier ein schönes Haus bauen mit Blick auf den Sonnenaufgang und da hinten wollte ich eine Farm hinbauen und ja, die Wegkreuzung da noch schön ausschmücken mit Mauern und Fackeln und was weiß ich noch alles. Aber das muss dann wohl warten. Ich habe hier gerade was entdeckt. Was hast du denn entdeckt? Ich glaube, wir sind nicht allein. Hier sind schon geschorene Schafe, aber ich war hier noch nicht. Das ist sehr komisch. Wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwie so einen NPC-Gegner, der das gleiche macht wie wir, nur irgendwie voll uns irgendwann killen will. Bestimmt. So muss es sein. So, ja, das war's eigentlich dann für diese Folge bereits. Klingt komisch, ist aber so.
Naja. Haben wir eine weitere Folge hinter uns gebracht. Ja, das hört sich jetzt fast so an, als ob wir das nur machen, weil wir müssen. Aber so ist es natürlich nicht. Nein, wir spielen einfach Minecraft und spielen das zusammen. Und falls ihr das anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber wie gesagt, wie Patpumuk schon gesagt hat, wir gehen auch auf Lob und Kritik und so und Vorschläge ein. Nur wenn sowas nicht kommt, dann spielen wir halt einfach so weiter, wie wir es jetzt tun. Und falls jemand sich was wünscht, kann er es ja dann schreiben. Oder falls es jemandem so gefällt, wie wir jetzt spielen, kann er sich ja anschauen. Ganz genau. So sieht's aus. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee. Bevor wir noch meine gehen, muss hier noch was passieren. Und zwar wird das hier geschehen. Ich fange jetzt noch, mach mal kurz den Ansatz. Und ihr lasst euch dann in der nächsten Folge überraschen, was ich hier noch angebaut habe. Bei angebaut schon fast alles verrennt. Und da verabschiedet sich meine Schaufel. Und das ist das Stichwort, das wir für diese Folge bereits genug gemacht haben. Bei uns hecken ist gerade richtig laut. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss!